Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Reise. Diesmal, heute, morgen und übermorgen, bin ich auf dem Burgensteig im Labertal unterwegs. Hat folgende Bewandtnis, wollte ich eigentlich letztes Jahr schon machen, aber dann kam es ein bisschen anders. Und die hatten sich, zumindest letztes Jahr, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, Tourismusverband Regensburg ist das, glaube ich. Auf jeden Fall hatten sie sich für den schönsten Wanderweg Deutschlands beworben. Und da das in meiner Nähe ist, dachte ich mir, was hast du zu verlieren? Gehst du einfach mal. Herrlich. Also, wenn ich dich begeistern kann für diese Natur, würde es mich freuen. Oh, haben sie ein Tischlein hingestellt. Schau mal her. Ein Tischchen und eine Bank. Bitte nehmen Sie Ihren Abfall wieder mit, sollte selbstverständlich sein. Wow, altes Brett. Spürt man richtig. Ja, gehe ich da heute mir einen Schlafplatz suchen. Ich habe dabei ein bisschen neues Setup. Hängematte, eine Isomatte rein. Oben drüber hänge ich einen Tarp. Und dann habe ich mir noch ein Quilt gekauft. Ein Daunenquilt. Kommt aus Polen. Firma Cumulus, kannst du gerne nachschauen. Laut den Bewertungen und laut ihrer eigenen Website stehen die für Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung. Nun ja, mehr kann ich nicht tun, als dem glauben. Und ja, so werde ich das heute das erste Mal ausprobieren. Dieses Quilt. Specht. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Da ist er. Und da ist eine Maus. Nee, eine Amse. Weiß nicht, kannst du das erkennen? Da ist ein trockener Ast und dort hüpft er gerade dran rum. Jetzt ist er weg. Okay. Herrlich. Mei. So empfängt mich der Wald und meine Tour. Könnte nicht besser sein. Das wäre jetzt diese Pflanze, die man mit dem Bärlauch verwechseln kann. Das sind diese Maiglöckchen. Und die sind giftig. Deswegen ist es gut, wenn man sich auskennt. Entlang dieses Burgensteigs sind noch immer welche Tafeln, wo dann steht, wie, was, wo gewesen ist. Genau, heute noch dicht bewaldet. Im Mittelalter war er gerodet, also hier war nichts. Da konnte man weit gucken, sonst macht es natürlich keinen Sinn, mitten in den Wald eine Burg reinzustellen, wo du nichts siehst. Ovale Burg. Schau her. So sieht man das. Ein Graben, zweiter Graben. Und jetzt gehen wir da rein. Das ist der innere. Einer dieser Türme ist noch da, beziehungsweise wo sind wir denn? Das ist der. Genau, das ist der. Der ist noch besser vorhanden. Ach, den schauen wir uns gleich an. Komm, gehen wir ein bisschen. Der da ist der da. Und die Hauptburg ist hier. Und wir befinden uns hier. Sprich, da. Da ist der Turm, der da. Und das ist der da. Das ist die Vorburg. Die wurde nochmal abgetrennt. Siehst du, da ist nochmal ein Graben. An dem Teil basteln sie gerade ein bisschen, was immer das werden soll, wer immer das macht. Das müsste dann der Turm sein. Aha. Genau, drei Mauertürme. Genau, jetzt, weil das hier immer wieder auftaucht. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen, das ist so ein Sprichwort. Da
Das heißt, jemand ist ein unverträglicher, hochmütiger Mensch. Der Genuss von Kirschen war im Mittelalter den vornehmen Herrschaften vorbehalten. Daher warnte der vollständige Spruch vor einem vertraulichen Umgang mit launischen Herren. Gibt es da Parallelen heute? Weiß nicht. Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen, denn sie spucken einem die Kerne ins Gesicht. Darf sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Schauen wir uns den Turm an, der ist sehr oft fotografiert. Ich denke, wenn man hier diese Burg Ehrenfels eingibt und auf Google Maps schaut, kann man den sehr oft aus verschiedenen Perspektiven, aber das sind schon dicke Mauern. Und jetzt hast du mal ein Gefühl, siehst du das, wie weit das hier runter geht? Also der Graben, den Turm, das war nicht so einfach zu bezwingen. Und doch liegt die Burg in Trümmern. Oh, das ist schon Schießscharte. Ich würde jetzt mal sagen, so 1,5,70 Meter sind die Mauern stark. Da geht es noch richtig runter. Okay. Ja, hält mich. Selbst mit Kamera. Oh, hier geht's noch. Hier geht's runter. Das habe ich noch nicht gewusst. Und hier haben dann die Armbrustschützen, Bogenschützen rausgeschaut und der Feinde geharrt. Und hier ist der Skilift. Frag mich nicht, wie dieser Berg hier in Beratzhausen heißt. Wenn du es weißt, kannst du es gerne unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall haben die hier einen Skilift. Da gehen wir noch unten drunter durch. Sieht nach einem Forellenteich aus. Jetzt sind wir hier an der zweiten Burg, Überbleibslichkeit, Ruine. Na, hier ist nichts von dem zu erkennen. Wenn das Schild nicht stehen würde, wäre nur der Hügel, der hier ein bisschen eventuell, wo man auch nicht weiß, ob man da vor 200 Jahren einfach ein paar Steine hingeschmissen hat oder ob der Hügel daher rührt, dass hier mal ein Burgstall war. Kohlmühle, Burgstall, Kohlmühle. Wenn die das sagen, wird es wohl so sein. Ist aber nicht von großer Bedeutung gewesen, da man überhaupt nichts darüber gefunden hat. Schwer zu sagen, mei, war halt mal da. Die nächste Wortkunde mit Kind und Kegel meint mit der ganzen Familie. Im ursprünglichen Sinne heißt es mit allen ehelichen und ehelichen Kindern. Noch im 13. Jahrhundert waren Kegel eine verächtliche Bezeichnung für ein Kind. Seit dem 14. Jahrhundert wurde der Ausdruck dann für uneheliche Kinder gebraucht. Wieder was dazugelernt. Weiter geht's, komm. Machen wir noch was vor. Aber es ist hier herrlich. Es ist wirklich super schön. So, hier sind wir dann
an dem anderen Teil der ehemaligen Burg Kohlmühle. So soll das wohl ausgesehen haben. Zwei Häuser, Feuerstelle oder so. Naja, zur nächsten Wortkunde. Das geht auf keine Kuhhaut. Heißt, es ist nicht zu beschreiben. Der schon im Mittelalter weit verbreitete Ausdruck bedeutet, dass sich das Gesagte nicht auf einmal auf ein Pergament von der Größe einer Kuhhaut schreiben ließ. Pergament wurde aus den wesentlich kleineren Kalbs- oder Schafshäuten gefertigt. Also will sagen, unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Gehen wir weiter. Ich finde diese Runde aber sehr interessant und aufschlussreich. Ja, ist jetzt kurz nach 6. Zeit für einen Kaffee, würde ich sagen. Ich habe mir gerade hier in dem Edeka geholt. Und noch was Plunderiges dazu. So, Treibstoff für die Seele, sagt das Ego. Erdbeer, plunderig. Ja. Das ist übrigens eine der ältesten Eisenbahnbrücken Deutschlands. Und die dritthöchste. Die ist 45 Meter hoch und 180 Meter lang. Und seit 1873 in Betrieb. Und seit 83 ist sie zweispurig. Also man hat damals schon mit so viel Weitblick gebaut, dass das heute immer noch existiert und dass es genutzt werden kann. Kommt der nächste Zug. Dieses Pumpwerk ist da. Wahnsinn, das sind alles Walderdbeeren. So viel auf einem Fleck habe ich noch nicht gesehen. Ein großer Teppich Walderdbeeren. Das ist ein Specht.
keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Das ist für mich beruhigend. Das ist für mich das Nonplusultra, ja. Könnte nicht besser sein. Drüben an der anderen Uferseite geht im Moment noch eine Straße lang. Ich möchte aber so weit laufen, dass die Straße dann rechts abbiegt. Und da gibt es mal so eine Strecke von ungefähr 5 Kilometern, wo dieses Tal der Schwarzen Laber nicht von einer Straße durchschnitten wird. Und dort möchte ich heute mein Lager aufschlagen. Meine Hängematte zwischen zwei Bäume spannen und diesen Geräuschen der Natur lauschen. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude an diesen Geräuschen und an den Bildern. Deswegen bin ich hier, deswegen gehe ich raus. Ja. Dieser Specht. Herrlich. Tja, darfst du selbst entscheiden. Diese alte Eiche hier, da fehlen schon so viele Äste. Wahrscheinlich von Baumfellarbeiten, Stürmen oder sonst etwas. Aber sie steht und treibt jedes Jahr wieder aus, ohne sich darum zu kümmern, was wird. Die Buche genauso. Der Specht ist krass. Einfach nur herrlich. Da gehen mir die Attribute aus. Gott, ist das schön hier. Die Brücke wippt ein wenig. Mein Gott, ist das hier herrlich, oder? Ich wiederhole mich. Also die, das ist eine reine Holzkonstruktion, die wippt ein wenig. Super. Ist das cooles Häuschen? Hey, so richtiges
Hexenhäuschen. Verwunschen. Klasse. Also irgendjemand gehört die Hütte, der muss dann irgendwann dafür gerade stehen, dass er das Ding wegreißt oder so, aber ein Träumchen. Und ich weiß nicht, ob du das hören kannst, neben mir ist ein Vogel und irgendwo da oben kommt so ein Motorsegler, so ein Motorgleitschirm, Drachen, Motordrachen. Na, Gleitschirm, richtig geraten. Kannst du den sehen? Der ist jetzt genau über den Stromleitungen. Also wenn du das Video auf dem Handy guckst, wirst du wahrscheinlich Probleme haben. Ich sehe ihn. Toll. So, ich habe jetzt knappe 15 Kilometer weg. Ich glaube, ich habe meinen Platz gefunden. Jetzt wasche ich mir bloß noch mal kurz die Finger. Aha. In dem schönen Wasser. Hier springen die Fische oder was? Krass. Ja, es ist jetzt gleich 8:45. Ich gehe jetzt da hoch, oberhalb von dem einen Felsen. Habe ich was gefunden, meine ich. Und da werde ich meine Hängematte aufbammeln. Ja, wie du siehst, bin ich immer noch am Schlafplatz organisieren. Ich bin jetzt so gut 30, 40 Meter oberhalb des Tals. Bin noch nicht wirklich fündig geworden, wo ich sage, dass mir das taugt. Beziehungsweise, wo ich mich wohlfühlen könnte. Wow. Guck mal. Schauen wir mal. Wow. Da hat der Knatterheini, der Jäger, seinen Platz. Aber das sieht cool aus. Aber irgendwo, hörst du es, fliegt hier so ein Drachen. Flieger, Gleitschirm, Pilotino um die Welt. Jo. Jetzt habe ich meine 15 Kilometer. Jetzt reicht's mir aber auch. Dieser Felsenvorsprung. Siehst du das? Wie siehst du das? Schaut ganz manierlich aus. Ja, die stehen alle ein bisschen eng beieinander. Aber die zwei sind in einem guten Abstand. Die zwei sind ein bisschen näher zusammen. Siehst du? Der. Und der? Aber das sollten so ungefähr 5 Meter sein. Das sieht gut aus. Hat der kleine Ast zerstört mich nicht. Ha! Ich denke, das passt. Sieht irgendwie gut aus.